Unsere Welt hat große Probleme. Denken wir an den Klimawandel. Allein diese Herausforderung ist riesig. Wir brauchen Superheldinnen und Superhelden. Oder noch besser, Forschende. Mein Name ist Clarissa Correa da Silva. Ich selber habe Kommunikationswissenschaften und Medienmanagement studiert. Und ich treffe an der RWTH Aachen junge Menschen, die studieren, um unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Heute treffe ich Christian Sonnenschein. Christian ist 21 Jahre alt und kommt aus Bergisch Gladbach. Als kleiner Junge hat er sich schon sehr für Technik interessiert. Baute erst mit Lego, dann mit Fischertechnik, Modellflugzeuge und selbstgebaute E-Fahrzeuge. Dass er jetzt Maschinenbau studiert, ist da keine Überraschung. Christian hat einerseits der gute Ruf der RWTH angelockt. Andererseits erhoffte er sich mehr spannende Möglichkeiten, die über den Uni-Alltag hinausgehen. Er hat nicht nur die gefunden. Er hat auch schnell erleben können, wie gut seine Studienentscheidung war. Hallo Christian. Hi Clarissa. Was bedeutet dir denn dein Studium? Was gefällt dir daran so gut? Also ich finde die Ingenieurswissenschaften im Allgemeinen ziemlich cool, weil die einfach überall sind. Also vom modernsten PKW bis zur Plastikflasche, überall steckt da richtig viel Ingenieurskunst drin. Was genau fasziniert dich denn in deinem Studium selbst? Also in dem Studium lernen wir ja die Werkzeuge und da gehört die Mathematik natürlich dazu. Und das finde ich schon grundsätzlich sehr faszinierend, was man mit Mathematik so alles anstellen kann. Mhm. Also komplexe Probleme aufs Wesentliche runterbrechen, um sie dann lösen zu können. Das könnte was ganz relativ Simples sein, wie dafür zu sorgen, dass dieser Lautsprecher da nicht runterkracht. Ja. Also dann rechne ich halt aus, wie groß sind die Spannungen in dem Metallrohr und wie groß muss das dann sein. Ja, das kann ich damit zum Beispiel machen. Aber auch viel Komplexeres. Also das ist ewig ausweitbar. Zum Beispiel kann man mit Mathematik den Zusammenhang zwischen Treibhausgas, Emissionen und Durchschnittstemperaturanstieg beschreiben. Mhm. Also das war auch eine meiner Hauptmotivationen, dass ich mit Hilfe vom Studium irgendwann Lösungen für solche Probleme wie den Klimawandel präsentieren kann. Und ich denke, dass ich da auf einem guten Weg bin. Christian wollte dabei mehr als nur studieren. Er wollte mit den Tüfteleien aus seiner Jugend auch im Studium weitermachen und gleichzeitig hatte er Lust, bei einem Projekt mitzumachen, hinter dem viel Teamarbeit steckt und eine spannende Aufgabe. So kam er zum Team Sonnenwagen Aachen. Das ist eine Initiative Aachener Studierender zur Entwicklung und zum Bau von Solarautomobilen. Christian arbeitet hier in der Strukturabteilung, die die Aufgabe hat, das Chassis und die Außenhülle des Autos zu entwickeln und zu bauen. Dabei ist er dafür verantwortlich, dass sich alle beweglichen Bauteile bewegen können. Das betrifft den aufklappbaren Solardeckel, die Cockpithaube und die ausfahrbaren Radkastenabdeckungen. Er beschäftigt sich also viel mit Mechanismen und Kinematik. Christian hat Bauteile am Computer modelliert, technische Zeichnungen erstellt und analytische Kräfteberechnungen seiner Komponenten für eine gewichtsoptimierte Auslegung gemacht. Gelernt hat er beispielsweise Letzteres in seiner Mechanikvorlesung. Das Ergebnis muss gut gewesen sein. Das Team Sonnenwagen hat mit ihrem Auto, dem Covestro Photon, die Italian Solar Challenge und die Europameisterschaft gewonnen. Und wurde mit dem Vorgängermodell Sonnenwagen auch noch Vize-Europameister. Respekt! Boah, stark! Ich fühle mich auch wie so eine richtige Rennfahrerin hier drin. Wirklich? Ja. Cool. Das ist schon ziemlich cool. Was reizt dich denn an dieser Aufgabe, so einen Sonnenwagen zu bauen? Wenn ich mir irgendwas ausdenke, im Computer modelliere, dann baue und das dann hier einbauen kann, wie das hier zum Beispiel, das Scharnier. Wenn das dann funktioniert, ist das einfach ein super cooles Gefühl. Was macht dich am meisten stolz hier an diesem Auto? Erstmal, dass ich wirklich was erschaffen kann. Mit meinem theoretischen Wissen, was ich so habe. Genau, und was mich auch reizen wird, ich habe ja hier noch nicht so viel gemacht an dem alten Auto, aber an dem neuen Auto werde ich das hier nochmal machen. Und wenn ich dann es schaffe, dass es nur halb so viel wiegt, das wäre wirklich cool. Hast du denn das Gefühl, dass du mit solchen Aktivitäten auch neben deinem Studium irgendwie besser merkst, wohin du mal hin willst?
Also, ich merke ja direkt, wofür ich das Wissen in meinem Studium anwenden kann. Zum Beispiel hier an diesem Gelenk, Kräfteberechnung. Ganz simpel. Und da spüre ich dann ja auch, wo es im Beruf hingehen könnte. Ja. Und merke entweder, ob es mir gefällt oder nicht. Und könnte jetzt schon sagen, ob das Studium zu mir passt oder nicht. Ich habe auf jeden Fall Antwort auf die Frage, was soll ich mit diesem Wissen eigentlich mal anfangen? Ich kann sagen, hier, schaut mal, das kann man damit machen. Cool. Let's go.